Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau der ersten Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, heute wollen wir reden über Hertha BSC. Ja, die Hertha letztes Jahr als Aufsteiger hat eigentlich eine sehr solide Saison gespielt, hat eigentlich nie wirklich was mit dem Abstieg zu tun gehabt und ist dann ja relativ sicher im Mittelfeld auf Platz 11 gelandet mit guten 41 Punkten. Ja, schauen wir auf die Zugänge von Hertha BSC. Und neun Teams sind Roy Behrens, der von AZ Alkmaar aus den Niederlanden kommt, Julian Schieber kommt von Borussia Dortmund, John Heitinga aus Fulham, Genki Haraguchi von Urawa Red Diamonds aus Japan, Marvin Plattenhardt kommt vom 1. FC Nürnberg, Valentin Stocker von Basel, Jens Hegeler von Leverkusen, Tolga Gyergyi von Wolfsburg, er war bereits ausgeliehen, wurde jetzt fix verpflichtet, Felix Bastians kommt von VfL Bochum zurück, war dorthin ausgeliehen und Ben Sahar kommt auch zurück von Arminia Bielefeld, auch seine Leihe ist beendet. Ja, verlassen haben das Team Pierre-Michel Lassogga, war schon bereits an den HSV ausgeliehen, wurde jetzt fix abgegeben. Fabian Holland wird nach SV Darmstadt ausgeliehen. Per Kluge geht zu Arminia Bielefeld. Mike Franz verlässt das Team mit unbekanntem Ziel. Adrian Ramos geht zu Borussia Dortmund. Levan Kubiashvili hat seine Karriere beendet und Per Schjelbred, ja, geht zum HSV, seine Leihe ist beendet. Ja, schauen wir uns mal den Kader der Hertha an. Und zwar im Tor haben sie Thomas Kraft, Rune Jahrstein, Sascha Burchardt, Marius Gersbeck. In der Abwehr haben sie den Kapitän Fabian Lustenberger, John Anthony Brooks, Johnny Heitinga, Sebastian Langkamp, Christoph Janka, Marvin Plattenhardt, Johannes van den Berg, Felix Bastians, Peter Pekarik, Marcel Cenk im Mittelfeld, Hajime Hosogai, Peter Niemeyer, Tolga Gyergyi, Nico Schulz, Jens Hegeler, Ronny, Alexander Baum, Johan, Hani Mukhtar, Valentin Stocker und Enis Ben Hatira. Und im Sturm Sami Alagui, Roy Behrens, Genki Haraguchi, Julian Schieber und Sandro Wagner. Ja, Trainer ist Jos Luhukay, der das Team seit der Saison 2012-2013 trainiert. Und das durchaus erfolgreich, hat er den Aufstieg geschafft und dann letzte Saison ja relativ souverän die Klasse gehalten. Und ja, wenn ich mir so den Kader anschaue, ich denke, man hat sich ordentlich verstärkt. Im Tor hat man immer noch Thomas Kraft, einen sehr guten Torhüter. Ja, in der Abwehr ist man sehr gut besetzt mit Lustenberger, mit Brooks, der für die USA bei der WM dabei war. Dann ja, hat man sich gute Leute geholt mit Johnny Heitinga, einen erfahrenen Mann. Ja, Plattenhardt, ein sehr talentierter Mann von Nürnberg gekommen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hat man da gute Leute. Ja, und im Mittelfeld denke ich auch, dass man da sehr gut besetzt ist, hat sich da ordentlich verstärkt, auch mit Valentin Stocker, ein sehr guter Mann von FC Basel gekommen. Und ansonsten hat man auch sehr solide Leute mit Alexander Baum, Johan, mit Ronny, mit Niemeyer, mit Hosogai. Ja, und im Sturm sind auch einige neue Leute neben Alagui und Wagner. Ja, Julian Schieber, der bei Dortmund nicht wirklich zum Zug gekommen ist. Und dann noch ja zwei talentierte Leute mit Haraguchi und Behrens. Wird man mal abwarten müssen, ja, ob sie der Hertha helfen können. Ja, wie schon angedeutet, ich denke, die Hertha hat letzte Saison schon gut gespielt und hat sich jetzt nochmal solide verstärkt, würde ich sagen. Ich denke, nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal so eine ja, solide Saison spielen werden. Und ich glaube auch, ja, dass sie die letzte Saison dann auch noch toppen können. Und ja, ich denke, sie werden vielleicht einen Sprung nach vorne machen. Und ich würde sagen, die Hertha beendet die Saison an 8. Stelle. Ja, das ist meine Prognose, der 8. Platz für Hertha BSC. Ja, jetzt meine Frage an euch: Wie glaubt ihr, wird Hertha BSC in dieser Saison in der Bundesliga abschneiden? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.